So, ich würde sagen, bevor wir jetzt uns hier in ewigen Geschichten fangen, fangen wir jetzt hier mit mal an. Also, Reality Urbex Zuschauer lockt uns in eine Falle. Wir müssen uns verstecken. Video ist inzwischen schon gute 3 Jahre alt. Quatsch, gute 2 Jahre. Und Sebastian hat mich auf dieses Video hingewiesen, beziehungsweise er hat es mir geschickt. Was? Da haben wir doch ein Harry-Bot sogar. Ganz schwierige Nummer. Sag mir bitte, wann du ungefähr vorhast hinzufahren. Im Le Das hat ich, hatte ich wirklich, ich schwör's euch, das hatte ich ganz oft auch schon. Wir haben auch schon oft Leute Locations geschickt, aber die waren halt irgendwo am Arsch der Welt. Die habe ich halt dann, ich habe denen Danke gesagt, aber ich werde halt niemals hinfahren, weil das viel zu weit weg ist. Dann habe ich Danke geschrieben und dann kam die Antwort: Weißt du denn schon, wann du ungefähr da sein wirst? Das habe ich mindestens schon 10 Mal diesen Satz gelesen. Ich würde niemals, selbst wenn ich es wüsste, niemals jemand Fremdem sagen, wann ich wo bei irgendeinem Lost Place bin. Harald, das ist überhaupt nicht gut. Das ist ja eine Sackgasse. Ja, und er kommt hier hoch. Okay, Gitte, das ist natürlich ein Statement. Gitte schreibt, ich habe schon unzählige Male von Heiko geträumt. Keine Ahnung warum. Ei, 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 ei. Siehst du etwas? Kannst du näher gucken? Siehst du irgendjemanden? Moin, meine Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht heute mal wieder in den Wald. Wir haben dankenswerterweise einen Tipp bekommen von einem Zuschauer. Irgendwie ein Häuschen, ein Eine schöne voll Bildqualität, ne? eingerichtetes. Das fällt direkt auf, wenn jemand ein richtig schönes, scharfes Bild hat. Es ist zwar nur Full HD, komischerweise auch 60 FPS fühle ich gar nicht, aber das Bild ist richtig scharf. Weiß man, mit was für einer Kamera er aufnimmt? LED, Taschenlampe, Wishlist. Nee, schade. Hätte gern mal gewusst, mit welcher Kamera er das aufnimmt. Das Häuschen mitten im Wald hört sich ja immer sehr interessant an. Harald ist mit dabei. Und Leute, ich hab tatsächlich noch einen kleinen Zuwachs jetzt gerade für die dunkle Jahreszeit mir geholt. Ein alter Camcorder, allerdings mit Infrarot-Funktion. Wenn es halt mal mit dem Licht schwierig ist, das ist ja immer so ein Thema. Sollte ja eigentlich jeder Camcorder haben. Das ist ja so das Einzige, was ein Camcorder noch wettbewerbsfähig macht, dass die alle so ein Infrarot eingeballert haben. Einziges Problem, die Zusatzleuchte ist noch nicht da. Also ich weiß nicht, ob das Ding einsatzfähig ist. Ich habe es einfach mal mitgebracht. Dranbleiben lohnt sich. Es gibt wieder was zu gewinnen. Eine Taschenlampe und ich würde sagen, los geht's, oder? Viel Spaß mit dem Video. Also, es geht in den Wald hinein. Zunächst einmal wohl auf so einem ganz normalen Waldweg, wie diesem hier. Aber irgendwann müssen wir abbiegen. Und da sind dann die Kartendaten von Google tatsächlich sehr ungenau und dürftig. Boah, sind das alte große Bäume. Meine Güte. So, und nun geht's schon los. Wir müssen jetzt irgendwie auf einen Weg, der irgendwie parallel hierzu läuft. Ich nehme hier so einen etwaigen Pfad wahr. Also versuchen wir auch mal unser Glück hier. Oh, ich bin mir ja nicht ganz sicher. Was hängt da denn? Irgendein Flatterband. Ich glaube, da geht's weiter. Ah, das ist der Parallelweg. Ja, das ist gut. Mittlerweile sind wir ein bisschen weitergelaufen. Und hier tauchen irgendwie auch schon die ersten Tieraugen auf. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber da hinten waren auf jeden Fall gerade wieder zwei Augenpaare. Oh Leute, guckt euch mal diese Bäume an. Ich mache mal ein bisschen mehr Licht. Schon crazy Bäume. Also jetzt wirklich ernsthaft.
Nach einer geführten halbstündigen Kraxelei erscheint jetzt hier plötzlich was. Also ein ganz stinknormaler Hochsitz, würde ich jetzt erstmal sagen. Ja, und das nächste, was ich so ausmachen kann, das ist das da. Es ist so steil, ich komme hier fast gar nicht hoch. Wozu ist das? Hä? Noch eins? Also, ganz ehrlich, Jäger, Jagdhochsitze und dann hier diese komischen Dinger. Haben die hier die geschossenen Tiere irgendwie aufgereiht oder sowas? Oder wofür sind die da? Und das nächste, was mich total wundert, warum sollte ich mir diesen Platz hier angucken? Ich meine, ich mach mal mehr Licht. Da hinten ist dieser Gang zu Ende. Oder dieser Weg. Also der Wald wird da komplett dicht. So, und die nächste Frage, wo ich tatsächlich jetzt nicht genau weiß, wo verdammt nochmal ist Ben? Ach, okay, Ben haben wir schon mal wieder gefunden. Also, ich weiß nicht, ich hoffe, das kommt wieder so rüber. Wieso denn Ben? Wechsle ich die gerade? Ist das nicht Harald? Der Typ heißt doch Harald und nicht Ben. Gefunden. Also, wo ich tatsächlich... Ach, okay. ist das nicht... das ist doch Haribot Exploring, oder nicht? Ben haben wir schon mal wieder gefunden. Da heißt der irgendwie Harald Ben oder so. Also, ich weiß nicht, ich hoffe, das kommt wieder so rüber. Nachtwanderung ist eine Sache, aber dann in so einem Wald, wo alles knackt und raschelt und sowas. Ein Weg, der eigentlich gar kein Weg ist, der auch gar nicht irgendwo eingezeichnet ist. Und dann auch noch diese komische Empfehlung, dass ich genau hier hingehen soll. Naja, ich habe ja was zu verlosen und ich denke mal, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt hierfür. Also Leute, dieses Mal was Kleines. Was Kleines, aber Feines. Wir hatten letztes Mal die Katapult von Through Night und dieses Mal ist es die Mini-Version davon. Und es ist wirklich erstaunlich, was die Lampen teilweise in dieser kleinen Größe schon können. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Kamerabild sieht. Die Lampe ist extremst fokussiert und laut Angabe soll sie 600 Meter gut schaffen. Und das mit 600 Lumen nur. Was soll ich sagen? Ich glaube, sie schafft es tatsächlich. Also ein ganz gerichteter Strahl. Ich weiß nicht, ob die Kamera aufnehmen kann, dass hier tatsächlich dieser Nebel quasi schon angestrahlt wird. Und auf höchster Stufe, also wir können sämtliche Baumkronen hiermit ausleuchten. Und was auch sehr schön ist, wenn man das Ding tatsächlich draußen benutzen will, man hat außerdem noch einen relativ guten Lichtkegel drumherum. Das heißt, ich kann den Baum hier, ne, vielleicht sieht man das, ich mir gerade mit der Hand abdecke, man kann den Baum ausleuchten, man kann sogar noch, ich würde sagen, den ganzen Weg hier, wenn man das als Weg bezeichnen möchte, ausleuchten. Und also, das ist schon ordentlich. Und außerdem hat sie natürlich auch wieder einen von diesem wunderschönen Moonlight-Modus. Wenn man irgendwie was Kleines sucht und nicht besonders viel Licht. Was soll die denn kosten? Wie? Guck mal, hier ist einfach eine Ficklampe, Alter. Meine Güte, jetzt zeigt er mir hier alles auf Schwedisch an. Also was ich schon mal unrealistisch finde, ist an dem Punkt, dass er über eine halbe Stunde durch den Wald läuft, um bei dem Haus anzukommen. Ich würde spontan behaupten, dass es in Deutschland geografisch unmöglich ist, dass irgendjemand ein Haus hat, wo man eine halbe Stunde lang für durch den Wald laufen muss. Das ist geografisch, rechtlich, bautechnisch komplett unmöglich. Das ist schon mal die erste Sache, die ich fragwürdig finde. Das ist hier so ein Abhang. Hier geht's richtig runter. Also ich weiß nicht, ob das auf dem Kamerabild richtig rüberkommt, aber das ist mir zu tief. Und vor allen Dingen, wir müssen da ja auch irgendwie wieder hochkommen. Ja, runter geht immer, aber hoch ist ein anderes Problem. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie, ja, mitten durchs Dicht. Das ist schon die Falle vom Zuschauer. Die gehen da jetzt runter und kommen da nicht mehr hoch. Das ist die ganze Falle. Dicht wohl. Oh, das kann ja ein Spaß werden. Alles. Alter, total rutschig.
Das ist hier alles mehr oder minder gut geeignet für mich. Ah, hier scheint irgendwie Holz geschnitten worden zu sein vor einiger Zeit. Oh, ich glaube, da vorne sehe ich einen Pfad. Also ob das wirklich ein Pfad ist, ich weiß ja nicht. Das Video ist jetzt auch schon zu über 50% rum. Über die Hälfte des Videos ist rum. Und er hat bisher nur gezeigt, wie er durch den Wald läuft. Das ist auch eine Kunst. Das ist meistens so ein Zeichen. Also wie gesagt, das ist jetzt... So kenne ich das. Oder so habe ich das schon oft beobachtet. Wenn man ein Video hat, wo so gut wie kaum was Sehenswertes bei der Location ist, man aber trotzdem ein Video daraus machen will, dann füllt man das Video einfach mit 60-70% Aufnahmen, wie man zu dem Lost Place geht oder gerade vom Lost Place wieder zurückläuft. So dass man irgendwie auf so eine Viertelstunde Videoaufnahmen kommt. Also ist eigentlich zu erwarten, dass in dem Lost Place jetzt nicht mehr viel zu sehen sein wird. Oder nicht, er sich da nicht lange aufhalten wird. Gleich da vorne müsste es dann wieder sein. Ah, okay. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich glaube, ich kann das Haus dazwischen, zwischen den ganzen Bäumen schon sehen. Der Weg kommt mir gerade ultra bekannt vor, mit diesen komischen dünnen Bäumchen da. Es gibt in Niedersachsen, ich weiß nicht, ist es noch Niedersachsen oder ist es schon NRW, ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall in der Nähe von, boah, wo war dieser Lost Place? Ich sag mal im Großraum Osnabrück. Osnabrück, Münster, da so in, irgendwo in dieser, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber irgendwo in dieser Ecke. Da gibt es einen alten Bahntunnel, der ganz tief unter die Erde geht. Da habe ich auch ein Video gedreht. Das heißt, glaube ich, irgendwie 600 Meter unter die Erde oder so heißt das Video von mir. Schon 3-4 Jahre her. Und um zu diesem Bahntunnel zu kommen, das ist halt ein toter Bahntunnel neben dem Bahntunnel, wo noch Bahnen durchfahren. Um da hinzukommen, musste ich auch so einen Weg laufen wie den gerade. Ich wüsste aber nicht, dass da noch irgendwo ein Haus ist. Hier scheint irgendein Bach lang zu gehen. Ah, dazwischen sieht man ihn. Er rauscht da vor sich hin. Okay. Was ist das? Also ganz offenkundig ist das wohl diese Hütte, die uns als Tipp gegeben wurde. Aber Leute, das ist doch nicht Lost. Das sieht doch jeder. Das sind schon ein paar weirde Moves hier gerade. Er steht hier. Will er mir gerade sagen, er steht jetzt hier. Leuchtet runter wegen dem Bach. Lang zu gehen. Ja, dazwischen sieht man ihn. Er rauscht da vor sich hin. 10 Meter neben ihm ist dieses Haus. Und er will mir jetzt gerade sagen, er ist zu diesem Bach gelaufen und hat dort runtergeleuchtet, ohne einmal in Laufrichtung zu leuchten, wo man schon das Haus sieht, und tut jetzt gerade so, als wenn er das erste Mal sehen würde. Okay. Oh, die Reaktion ist schon... Ja gut, wir gucken uns das mal weiter an. Was ist das? Also ganz offenkundig ist das wohl diese Hütte, die uns als Tipp gegeben wurde. Aber Leute, das ist doch nicht Lost. Das sieht doch jeder. Das Ding ist fast neu. Guckt euch das Dach an. Also ich bin jetzt gerade so irritiert. Also nicht im Ernst. Also da hängt sogar noch eine Corona-Maske im Fenster. Also... Nee. Okay. Also, wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich euch wahrscheinlich diese aktive Jagdhütte kurz zeigen. Da sind ein paar Sachen drin. Sehr, sehr schön. Wahrscheinlich irgendwas für den Winter oder sowas. Oder wenn Saison ist. Fenster sind natürlich zu, ist klar. Und das soll uns auch nicht weiter interessieren. Es riecht hier tatsächlich auch noch nach frischem Holz. Und wenn man das hier dazu nimmt, ist das Vogelkacker oder ist das frische Farbe? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, Tipps sind ja wirklich schön. Aber
Das ist kein Lost Place. Ist das. Also ganz ehrlich, das riecht nach irgendeiner bösen Absicht. Ich habe das die ganze Zeit schon im Gefühl. Also, ich kenne ihn ja nicht, ne? Und ich weiß auch nicht, wie er in seinen anderen Videos ist. Aber das, was ich hier gerade sehe, ist einfach so 100% Schauspieler auf Wish bestellt. Sorry, dass ich so sagen muss. Ich glaube ihm kein Wort, Alter. Für irgendwas stimmt hier nicht. Ja, Leute, also, das Ding hier ist auf jeden Fall... Ja, das reicht jetzt wirklich. Was? Ja. Alter, mach Lampe aus. Leute, wir haben die Taschenlampe ganz runtergedreht. Deswegen könnt ihr jetzt nichts sehen. Alter, Leute, das kann nicht wahr sein. Wir stehen hier gerade an der Abzweigung. Harald, das ist überhaupt nicht gut. Das ist ja eine Sackgasse. Ja, und der kommt hier hoch. Alter. Gegenüber war ein Holzstapel. Komm, komm, wir müssen hier weg. Start. Mit Infrarot. Man sieht nicht viel, weil ja, die Lampe ist halt noch nicht gekommen. Wir haben uns jetzt hier auf jeden Fall hinter so einem Holzstab erstmal hingestellt. Harald, siehst du etwas? Kannst du näher gucken? Siehst du irgendjemanden? Ja, ich habe hier einen guten Blick auf den Weg. Alter. Ich gehe. Ja, also. Ich gehe mal inhaltlich gar nicht mehr jetzt drauf ein, was da alles ungereimt ist und was alles unauthentisch wirkt. Das ist nichts. Also, wir gucken uns das jetzt auch zu Ende an, aber meiner Meinung nach ist das nichts. Leute, wir müssen hier wirklich erstmal gucken, was hier los ist. Mal ganz davon abgesehen, dass die einfach mitten irgendwo im Wald sind, da irgendwo irgendeine Hütte unbefriedet steht, ohne Zaun, die sich da vollkommen legal auch einfach hinsetzen können vorne an der Hütte, weil gar keiner weiß, ist das jetzt Privatgelände oder nicht. Und wenn da irgendjemand kommt, kann der denen ja sowieso gar nichts. Also ist die ganze Situation ja sowieso schon so unnötig künstlich aufgebauscht, wenn sie halt nicht sowieso gefaked ist. Alter, mir geht die Pumpe. Ja, vor allem, was will der hier? Harald, ich habe das Ding von einem Zuschauer gekriegt, der sagte, ich muss als erstes oben hingehen und das mir angucken mit den komischen... Als wenn er Harald das nicht schon vorher gesagt hätte. Ich glaube, nochmal ganz schnell erwähnen, was jetzt die Vorgeschichte ist. Da mit dem Hochstand. Und dann hat er gesagt, erst dann soll ich mir die Hütte angucken. Und weißt du, was das Skurrilste ist? Der wollte Tag und Uhrzeit etwa wissen. Ich habe gesagt, ja, dieses Wochenende, wahrscheinlich am Freitagabend irgendwann. Oh Mann, zwielichtig. Ja, aber der kommt nicht von hier, der kommt von sonst wo. Aber was macht ein Mensch um die Uhrzeit hier in diesem Waldstück? Ja, das ist eine gute Frage. Die Jagdsaison ist noch nicht. Harald? Was macht der da? Der geht zur Hütte. Der sucht uns. Ja. Meinst du, das ist der Zuschauer? Das kann nicht sein. Der kommt aus dem Pott. Das sind 500 Kilometer. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe gerade was gehört. Der hat irgendwas gerufen. Harald, pass auf. Wer auch immer das ist, es ist bestimmt keine gute Idee, sich von dem irgendwie sehen zu lassen. Ich glaube auch. Ich wette, der wird gleich hochlaufen zu diesem Platz, wo wir waren mit dem Jagdschnitt. Ja, und wenn er das macht, dann Beine in die Hand und zum Auto. Runter. Ja, weil er kann uns von oben nicht sehen. Er kann es auch kaum hören. Das ist ja ein ebener Weg. Jetzt also. Wir sollten aber trotzdem nicht ganz so viel Licht machen beim Unterrennen. Ja, das auf gar keinen Fall. Oh, ich glaube, er kommt wieder.
Harald? Ja. Wie lange ist er jetzt hoch? 1,5 Minuten? Vielleicht 2, wenn es hochkommt. Okay, dann müssen wir jetzt hoch. Boah, das ist so. Die Dialoge sind auch so anders schlecht geskriptet. Ja, der wird bestimmt in 5 Minuten oben sein. Ja. Und uns dann suchen. Harald, wir müssen jetzt los. Erstmal leise. Oh, ganz vorsichtig. Ich bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt, ob sie noch erwischt werden. Ich sehe, wo man hinläuft. So. Ich glaube, wir sind weit genug entfernt. Auf 3 Lampen an, laufen. Okay? 1, 2, 3. Ich dachte, wir sind eine halbe Stunde durch den Wald gekraxelt. Jetzt sind sie plötzlich so 10 Sekunden neben dem Auto. Aufschließen. Schnell weg hier. Leute, Verabschiedung jetzt an Ort und Stelle und aus dem Auto. Wir sind völlig fertig. Ich weiß nicht, was das war. Ich muss das irgendwie nochmal Revue passieren lassen. In dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Video. Tut krass was, als wenn er wirklich angegriffen wurde. Er ist fix und fertig. Also Gitte und Sebastian, wenn ihr das glaubt, sorry. Oh, wir sind an dem Punkt, wo mein Kiefer schon wieder vor Lachen wehtut. Ich hasse es. Wieso muss immer mein Kiefer wehtun, wenn ich so sehr lachen muss? Also es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es echt ist. Aber wenn ihr meine persönliche Meinung hören wollt, meine subjektive Sicht darauf, was ich für einen Eindruck davon habe, vom Gesamteindruck, sage ich euch, zu mindestens 90% glaube ich das nicht. Und nein, ich lasse nicht ein Dislike da, sowas mache ich nie. Dislike nicht. Selbst wenn es geskriptet und gefaked ist, na und? Das ist halt YouTube, Mann. Auf YouTube ist doch sowieso alles nur Bullshit oder gefaked. Die Leute wollen doch sowieso nur unterhalten werden, dann ist es halt so. Aber ich dislike doch deswegen. Quatsch. Was sagen denn so die Leute? Das war ja ultra spannend. Starkes Video. Gänsehaut. Ich glaube, dass ihr echt Glück hattet. Macht ihr nochmal ein Update? Sehr gute schauspielerische Darbietung. Fühlte mich unterhalten. Danke dafür. Halbe Stunde durchs Unterholz und im Spur zum Auto, das hat mich stutzig gemacht. Das war richtig spannend. Das ist krasser und unheimlicher als mancher Horrorfilm. Oh Mann, ich habe voll mitgefiebert. Spannend und gruselig. Ja, also war ein bisschen, also ich sag mal so, jeder 10. bis 15. hat es dann doch mal hinterfragt, aber die meisten Leute glauben das auch einfach, das ist schon geil. Ja, wie gesagt, ich kenne Heiko nicht, jetzt, wenn ihr jetzt sagt, Faken ist nicht Heikos Art, wie gesagt, keine Ahnung, ich kenne Heiko nicht, ich kann es halt nur objektiv betrachten, da ich ja, wie gesagt, das von außen sehe, ohne persönliche Empfindungen zu irgendjemandem. Und wenn er es eigentlich nicht macht, ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Vielleicht wurde er auch von dem anderen, von dem Harry-Bot, ein bisschen manipuliert dazu. Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall schon. Wisst ihr, wie das war? Das war wie bei einer Sendung, die Kriminalfälle nachstellt, um die zu visualisieren. So wie zum Beispiel bei Aktenzeichen XY. Wenn dann irgendjemand auf einem Lost Place überfallen wurde und man das dann nochmal mit so Aushilfsschauspielern zeigt, wie das passiert ist, während so ein Sprecher nochmal alle Infos gibt. So ungefähr, so ein bisschen hat das gewirkt. Nur schlecht halt. Georgia, I'm living, I'm having fun. Ain't got no patience, don't hit me up.